Ein bisschen nervös, das ist man immer am Anfang, aber ja, ich freue mich. Was geht für dich heute? Auf jeden Fall ein Sieg. Ich werde eine schöne Show und Performance hinlegen. Ich hoffe, es wird ein guter Kampf. Und ja, mal gucken. Ja, wir freuen uns auch. Evans Witte hier beim Warm-up mit Daniel Hauptmann, erfahrener Trainingspartner, deutscher Meister damals gewesen, der die Jungs sehr gut in Ruhe vorbereiten kann. Michael Sannik mit letzten Anweisungen aus dem Hintergrund. Langjähriger Trainer, seit 26 Jahren bei den Terholics dabei. Ja, hier auf dem Weg zum Ring. 15 Kämpfe, 13 gewonnen. Der Gegner aus Lodz, der Thomas Kubczak, deutlich unerfahrener. Aber die Angaben, ehrlich gesagt, stimmen nicht so ganz. Wie wir im Nachhinein auch feststellen mussten, war der Unterschied nicht ganz so groß. Und uns auf ein sehr intensives Gefecht freuen. Ja, da geht's gleich fröhlich zur Sache. Job Übida vorher noch im Gespräch ganz deutlich nochmal gemacht. Keine Ellbogen sind erlaubt beim K1. Für die, die es nicht wissen sollten. Knie zum Kopf, selbstverständlich. Klasse Low-Kicks hier von Tomasz. Ja, überfallartig. Das ging auch den ganzen Kampf so. Das war halt sein Mittel gegen den kopfgrößeren Witte, der natürlich deutlich Reichweitenvorteile hat und seine Stärken natürlich aus der Entfernung kommen, aus seiner großen Übersetzung. Blockt allerdings ganz anständig unten. Ja, hier sieht man dann doch die etwas fehlende Erfahrung, solche Dreher. Keine Absicht, weiter geht's, nichts passiert. Ja, da sind schon klare Treffer dabei, die natürlich auch den Polen gleich ein bisschen in die Luft nehmen. Witte versucht es immer wieder mit dem Knie. Das ist natürlich sein Mittel, sein Muss. Bei einer Körperlänge von 1,91 sollte man das häufiger versuchen. Der Poli ihm auch eigentlich die Gelegenheit dafür bietet, da oft sehr tief abtaucht. Ja, das sieht manchmal unkonventionell aus, aber wenn er dann trifft, dann wird's übel. Er pumpt hier zwar schon, aber ich kann Ihnen sagen, er hält durch. Kein Wirkungstreffer. Ja, immer wieder Frontkicks von Witte, die natürlich auch die Luft klauen. Da, ja, das ist einmal Elfmeterschießen. Hat zum Glück nicht getroffen. Zum Glück für Witte. Hier kann er gut kontern. Das macht er auch anständig. Etwas tiefer wäre noch besser gewesen. Aber im Eifer des Gefechts. Sehr guter Konter.
So, auf geht's zur zweiten Runde. Dürfen wir eine besondere Situation erwarten, die man auch nicht so oft sieht. Zumindest nicht hier in Europa. Ja, immer wieder die Dreher. Der Pole versucht es jetzt mit allen Mitteln, nach vorne zu marschieren. Kommt auch einige Male durch. Aber bitte behält die Kontrolle über den Kampf. Ja, Michael Sanek ruft gezielter schlagen. Jetzt kommen einige gezielte Treffer auch im Knie mit drin. Führen trifft oft, zwar oft auch auf die Deckung, aber auf Dauer geht das auch durch. Ja, die holt er jetzt aus Pinneberg, die Schläge, aber einiges trifft auch. Und solange sie dann wirklich mit der Handfläche, mit der vorderen Faustfläche getroffen werden, ist das auch in Ordnung. Kann auch leicht in die Hose gehen, aber weiß bitte bis jetzt noch nicht auszunutzen, wobei er hier deutlich den Kampf macht, viele Treffer setzt. Ja, der Pole wankte, aber er fiel nicht. Psychisch starker Mann. Ja, das Ding hat gesessen. Nachgesetzt, beschwert sich dort über den Ringrichter. Das kann man so und so sehen. Natürlich hätte der Witte eventuell auch angezählt werden müssen. Aber das Nachsetzen, wenn einer schon auf dem Boden sitzt, das ist bei Ringrichtern nicht besonders beliebt. Weil wenn er ihn dann nochmal voll trifft, da versucht er das Gleiche natürlich nochmal. Jetzt hat sich der Witte darauf eingestellt. Ich meine, es war ein klarer Treffer, aber... Ja, man dachte jeden Moment... Er bricht zusammen, aber wie gesagt, er tat es nicht. Er holte sich immer wieder, vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit gelassen jetzt. Wobei das nach dem Wirkungstreffer, den Witte erreicht hat, darf er natürlich auch nicht mit dem Kopf so weit runtergehen. Als 91 Mann sollte man da oben bleiben, wo man ist. Auch das gefährlich. Aber jeder Konter sitzt fast, also er ist wieder voll da. Kurz ein paar Sekunden gebraucht. In den letzten Sekunden noch einen klaren Treffer. Das ist auch immer für die Punktrichter gut, zum Schluss der Runde nochmal zwei, drei Dinger zu setzen. Da war doch der Arm dazwischen. Hier kommt aber ein guter Treffer. Sowas wird gepunktet. Das sind keine K.O.-Dinger, aber auch dieser Block wird für Witte gewertet, den Schlag noch gleich hinterher. Das sind im Prinzip zwei Punkte. Das war kein richtiger Tritt. Hier kommt noch was hinterher geflogen. Aber auch auf die Deckung, okay. Den muss man nicht mehr geben. Aber wenn man das genau zählen würde, genau sezieren würde, dann wären das jetzt zwei, drei Punkte gewesen. Zum Schluss gab es das Ganze nochmal. Ah, jetzt reden sie schon ein bisschen doller auf ihn ein. Klar. Kann natürlich mit einem Ding das Ganze beenden. Gerade dieser Faustdrehschlag, der getroffen hat, wo der Ringrichter dazwischen flog. Das war die besondere Situation, die ich vor der Runde erwähnte. So, wir gehen in die dritte Runde. Konditionell bei Witte alles tipptopp. Ja, wieder der Versuch. Ja. Ein Fehler, den viele machen. Das Gleiche dann mal hinterher. Schöner Stoppkick, den dann auch komplett aus dem Gleichgewicht bringt. Oft der Fehler machen, der eine macht einen Drehkick und dann mache ich mal das jetzt besser. Und wir hatten beide nichts. Ist bei 100 Versuchen 99 Mal der Fall. Ja, ganz stark. Auf die Deckung, aber das brennt auch auf den Unterarmen. Wenn man da nicht gerade den Ellbogen drauf bekommt, dann tut es weh. Thank you.
eindeutige Anweisung aus der blauen Ecke, lang zu bleiben, nicht sich auf die Schlägerei einzulassen. Er trifft natürlich mit vielen einzelnen Dingern, trifft er immer wieder, das sind alles Punkte. Ringrichter macht einen tollen Job, lässt viel laufen. Das ist wie beim Fußball, wenn einer alles abpfeift, jeden kleinen Pups, dann macht es keinen Spaß, dazu zu gucken. Die beiden gehen aber hier fair miteinander um. Breaken auch mal von selbst, gehen einen Schritt rückwärts und es kann dann weitergehen. Da war auch noch ein starker Treffer drin. Ja, wird er jetzt eindeutig überlegen, macht das Ding jetzt mal komplett klar. Versucht wirklich alles. Und das ist dann natürlich immer die Gefahr, da nochmal zum Schluss einzufangen, aber er hat die Luft und die Übersicht, da klar zu bleiben. Da gibt es nochmal einen kleinen. Ja, der Pole jetzt stehen K.O., nicht mehr viel Luft. Da ist nicht mehr viel, ein Körnchen noch da. Bitte setzt nochmal nach. Ja, und in so ein Ding kann man immer noch mal reinlaufen, aber das darf ich vorwegnehmen, passierte nicht mehr. Ja, er konnte schon einiges fressen, wie man so sagt. Auf Dauer solche Kämpfe zu machen, wie der polnische Freund hier, ist nicht gesund. Aber es war alles noch im Rahmen, er ist nicht schwerst getroffen worden. Hat ein paar Dinger gefangen, aber hinterher die Untersuchung hat aber gegeben, alles in Ordnung. Konnte die Rückreise am Sonntag gemütlich antreten. Bitte versucht jetzt nochmal alles. Aber da fehlte die Klarheit. Kampf beendet, klarer Sieger, Ivens Witte. Aber auch hier kein Gegner, der beim ersten Bon gleich umfällt und hier nachher mit gereist ist, um die Kohle abzunehmen. Ah, da hat hier schon eine ganz schöne Fangemeinschaft. Nun 16 Siege. 16 Kämpfe, 14 Siege. Ah, da sieht man nicht den richtigen Stand gehabt. Hier nochmal eine Impression auch auf dem Ellbogen. Kopftreffer hinterher. Scherenschlag, nicht getroffen. Sieht gut aus. Wenn er trifft, ist es auch übel. Auf die Schulter, passiert auch nicht viel. Aber sieht gut aus. Kann man nicht anders sagen. Schönes Kämpfchen. Und noch einmal Picture, Picture. Bitte. Einmal Fotosession. Das ist ja immer fast das Wichtigste, ne? Die Frisur sitzt. Bei den meisten ist ja keine Frisur mehr da, aber das gehört dazu. Tolle Jungs. Er hat unkontrolliert gekickt. Trotzdem war es im Gegensatz zu anderen ein sehr schwerer Kampf, weil er war sehr unberechenbar, auch mit den Spinning Backfists und so. Und umso mehr man wusste, dass man dominiert hat, man hat auch eine Denkung verlassen, deswegen haben wir die einen noch erwischt. Es war halt ein bisschen unkontrolliert und daran müssen wir üben und trainieren. Diesmal wird es besser. Mal, genießt das Bier. Ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut auf getinthering.com und bis bald.